Herzlich willkommen zum Podcast von Make-up Rocker. Jetzt wird's bunt. Hier geht es rund um das Thema Beauty, Make-up, Business und das alles natürlich wie immer frei Schnauze. Wenn du darauf Bock hast, dann abonniere diesen Kanal. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Podcast Rock the Make-up. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Make-up Rocker. Jetzt wird's bunt. Heute geht es um das Thema Werde sichtbar. Und das ist wirklich eine sehr spontane Aufnahme, denn ich sitze gerade hier vor meinem Computer an meinem neuen Projekt. Und da ist nämlich das Thema eben auch Werde sichtbar. Und da habe ich mir gedacht, hey, das passt doch perfekt für einen Podcast. Also habe ich gerade mal ganz kurz mein Projekt unterbrochen und gleich das Mikro rausgeholt, um dir eben diese Folge hier aufzunehmen. Denn das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Und zwar völlig egal, ob du Friseur bist, ob du Kosmetikerin bist, allgemein aus der Beauty-Branche, Make-up-Artist, Nageldesignerin oder was auch immer. In der heutigen Zeit ist ja so, dass der Markt von allem übersät ist. Es gibt von allem, von vielem sehr, sehr viele Anbieter und irgendwie musst du ja auf dich aufmerksam machen, damit der Kunde dich natürlich sieht. So, und es arbeiten natürlich ganz viele im Beauty-Bereich still in ihrem Kämmerchen vor sich hin. Ich nenne es einfach mal so. Und getrauen sich aber wenig, nach außen hinzutreten. Und ich denke mir immer, Mensch, Leute, wir haben die sozialen Medien in der heutigen Zeit. Es gibt nichts Einfacheres und Besseres, als wie die sozialen Medien zu nutzen, denn es kostet nichts. Das ist eine kostenlose Werbung, wenn man damals vor 10, 15, 20 Jahren sowas gehabt hätte, in so einem Ausmaß wie heute, dann wäre das phänomenal gewesen und manche Leute würden sich da die Finger danach schlecken, aber viele erkennen den Sinn nicht. Was ich damit meine ist, zum Beispiel, ich gebe dir jetzt mal etwas vor. Du hast ein Kosmetikstudio und bietest zum Beispiel Behandlungen an. So, jetzt hast du eine Webseite und wirbst auf dieser Webseite nachher mit deinen Behandlungen. Du hast Flyer, die du verteilt hast, vielleicht Visitenkarten etc. Du hast schon so ein paar Stammkunden, aber du hast immer noch Luft nach oben. Hast aber auch eine Facebook-Seite oder ein Facebook-Profil oder wie auch immer, aber das nützt du im Endeffekt nicht so, weil du denkst, so, das bringt mir ja eh nichts. Und jetzt stell dir mal eines vor, du bist Kunde und stöberst bei dir auf der Seite rum. Durch Zufall oder vielleicht auch, weil du schon Kunde bist oder vielleicht, weil eine Freundin dich eingeladen hat oder wie auch immer, du bist auf jeden Fall erstmal Kunde und schlüpfst mal in diese Rolle rein, in die Rolle des Kunden. Jetzt stöberst du also rum, auf einmal siehst du in den sozialen Medien, wir nehmen jetzt mal Facebook, ein Vorher-Nachher-Bild. Also quasi, es wird ein Video gezeigt, wo eine Behandlung ist, wo du siehst, wie diese Behandlung stattfindet, wie die Kundin da liegt, wie sie entspannt, wie man mit dem Gerät drüber geht, Mikrodermabrasion, wie auch immer. Man sieht ein Vorher-Bild und sieht ein Nachher-Bild, wo man sich denkt so, wow, wie frisch die Haut auf einmal aussieht, na darauf hätte ich auch Lust. Da muss ich mal anrufen. Das ist doch tausendmal effektiver, anstatt wie zu warten, bis die Kundin vielleicht durch Zufall über eine Google-Suche auf deine Webseite kommt oder dein Flyer geschnappt hat oder wie auch immer. Weil dann bist du im Endeffekt eine von vielen. Aber wenn du Einblicke gibst, wenn du dich zeigst während der Arbeit, wenn du Vorher-Nachher-Ergebnisse zeigst auf den sozialen Medien, also werde sichtbar auf den sozialen Medien, dann ist doch das eine mega Sache, weil eine bessere Werbung für dich gibt es doch nicht. Ohne, also quasi, also eine Werbung, wo du dem Kunde schon Ergebnisse zeigen kannst und dem Kunde schon Appetit auf mehr machen kannst. Und das vor allem kostenlos. Das kostet nichts. Eine Homepage kostet etwas, Visitenkarten kosten etwas, Flyer kosten etwas. Social Media ist komplett umsonst. Du musst es nur nutzen und du musst es einfach nur machen.
Darum meine Bitte an dich, werde sichtbar. Ja, der Markt ist übersät, gerade in der Beauty-Branche ist der Markt hart umkämpft und es gibt von allem unglaublich viele. Und wie du aber eben aus der Masse rausstechen kannst, ist eben, indem du sichtbar wirst. Und zwar nutze darüber die sozialen Medien. Das macht so Spaß, glaub es mir, weil du kannst, also allein schon, wenn ich jetzt überlege, du sitzt irgendwie am Abend um 20 Uhr auf der Couch und teilst diesen Beitrag und Leute sehen das und du akquirierst Kunden, obwohl du auf deinem Sofa sitzt am Abend. Sowas gab es vorher nicht. Diese Möglichkeiten hatten andere Menschen vorher nicht. Und ich finde es immer noch schade, warum genau diese Möglichkeit nicht genutzt wird. Oder immer noch viel zu wenig. Das ist eigentlich, wie wenn man einem auf dem Silbertablett etwas präsentieren würde und die Person würde es nicht nehmen. Weil sie denkt, das Tablett ist verrostet, bringt nichts, keine Ahnung. Aber schau noch mal. Gewöhn dich an die sozialen Medien, sei mutiger, präsentier dich, präsentier deine Arbeiten vorher, nachher auf den sozialen Medien. Das boomt, das explodiert und da kannst du zeigen, dass dein Studio gut ist, dass du gut bist in deiner Arbeit, egal ob du Make-up-Artist bist, ob du ein Kosmetikstudio hast, wie auch immer, zeig das den Menschen auf den sozialen Medien und du wirst sehen, dein Kalender füllt sich tausendmal schneller, anstatt wie wenn du einfach nur wartest. Nutze die sozialen Medien als ein Marketing-Tool, werde sichtbar und du wirst sehen, dein Business wird rocken. Also, liebe Grüße aus Berlin und das war ein spontaner Podcast und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß damit. Ciao.